Die meisten sagen, Hexen gibt es nicht. Die gibt es nur im Märchen. Dann stehen sie eines Tages vor deiner Tür und fressen deine Kinder. Und da kommen wir ins Spiel. Mein Name ist Gretel und das ist mein Bruder Hänsel. Wir töten Hexen. Was machen Sie? Du hast was verloren. Wie tötet man am besten eine Hexe? Erstmal damit. Guten Morgen, Süße. Kopf abtrennen hat sich bewährt. Ich hasse das. In den letzten 2 Wochen wurden 5 unserer Kinder entführt. Wenn so viele Kinder entführt werden, eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Außer sie ist dazu gezwungen. Eine Hexe! Sie hat sie getötet! Alle! Ich soll von ihr was ausrichten! Das ist ja abgefahren! Wo sind die Kinder? Es gibt eine Stelle tief im Wald. Da sind ganz viele Hexen und die sind übermächtig. Gretel, du hast meine Einladung gekriegt? Ich glaube nicht, dass wir Hexen jagen. Ich glaube, die jagen uns. Sie haben eine Schwester. Wenn du mein Signal siehst, trittst du die Hölle los. Warte, warte, was ist das Signal? Ganz einfach, wenn ich eine Hexe den Kopf wegpuste. Manche werden sagen, nicht alle Hexen sind böse. Das ist neu. Sie könnten ihre Kräfte für Gutes einsetzen. Ich sage, verbrennt sie alle. Die ist sauer. Ja, wenn ich so aussehen würde, wäre ich auch sauer. Halt endlich dein Maul! Meine Schwester und ich, wir haben schon einiges erlebt. Wir wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe. Aber das hat uns nur noch stärker gemacht. Wir sind auf den Geschmack von Blut gekommen. Hexenblut.